Wir sind hier bei Bergheim feiert. Mein Name ist Stefanie Hess mit News on Tour. Ich habe hier neben mir den Frank. Hallo Frank. Hallo Stefanie. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Wie geht's dir? Pulsschlag 1 zu 1 Million, weil es ist ihr zweites Interview und dann gleich mit mir. Gibt's Schlimmeres. Oh, ich denke, das kriegen wir jetzt ja, klar. Schon. Wie ist die Stimmung hier, Frank? Alles super? Das Wetter ist ja schon mal super, ne? Also zum Wetter habe ich mich schon 1 Million mal geäußert. Da sage ich nichts mehr zu. Das ist einfach Krampe-Wetter. Wettergott hat zugeschlagen. Gerade sind Blackfirs auf der Bühne. Es ist einfach sensationell. Die Leute kommen hier hin, sind gut drauf. Lukas Podolski gerade mit Brinks. Ich war sehr, sehr, sehr froh, dass er so entspannt war. Einfach ein ganz relaxter Typ, weil wir sind in seiner Heimatstadt. Und das hat man sofort gemerkt. Die Leute hier lieben ihn. Er ist einfach, er hat hier seine Wurzeln. Und das haben die Leute nicht vergessen, auch wenn er jetzt in England Fußball spielt. Schön, also alles gut geklappt. Ich habe ihn eben im Zelt auch schon persönlich kennengelernt. Ein Foto haben wir gemacht, doch. Das Wetter super, auf dem Hinweg war etwas Regen, aber kaum sind wir hier angekommen, war wieder alles super. Sobald der Wettergott Krampe mit seinem Auto hier aufs Gelände fährt, gibt es kein schlechtes Wetter mehr. Was ist deine Favorite-Gruppe oder dein Favorite-Künstler heute? Auf wen freust du dich? Ich finde die Atzen ganz cool, freue ich mich auch nachher drauf. Die machen richtig gut Stimmung. Rio fand ich eben auch klasse. Doch, macht immer Spaß. Ich mag es immer ein bisschen rockiger, ein bisschen Stimmung. Da könntest du ja eigentlich nachher mal bei den Atzen direkt auf die Bühne gehen und mitrocken. Stefanie macht das. Das mache ich. Ich versuche es. Ich bedanke mich bei dir, Frank, für das Interview. Tat gar nicht weh, oder? Nein, tat nicht weh. Ich war Nummer 2 in ihrem Leben, siehst du? Vielen Dank. Tschüss. News on Tour. Ciao.